Willkommen zur zweiten Folge Pegasus Azubi TV, Long Story Short. Ihr fragt euch doch bestimmt auch, was ich die ersten Schultage gemacht habe, oder? Also als erstes muss ich sagen, dass ich alle 2 Wochen von Montag bis Mittwoch jeweils zur Schule gehe und den Rest der Woche, also donnerstags bis freitags, ganz normal arbeiten bin und die Woche dazwischen auch arbeite. An den Tagen, wo ich in der Schule bin, habe ich sogenannte Lernfächer, wie zum Beispiel Typografie, aber auch Pflege von Systemen. Und nebenbei habe ich sonst normale Fächer wie Deutsch, Englisch, Sport und Sozialkunde. Mein Schultag besteht aus 4 Blöcken, die jeweils 90 Minuten lang sind. Und zwischendurch habe ich 15 bis 30 Minuten Pausen. Meine Klasse besteht ungefähr aus 16 Mitschülerinnen und Schülern, 50% Jungs und 50% Mädchen. Jeder hat unterschiedliche Hintergründe. Die eine kommt frisch aus der Schule, der andere hat zum Beispiel eine Ausbildung schon angefangen und abgebrochen. Und eine gute Freundin von mir mittlerweile, sie hat vorher studiert und hat, wie sie es immer so schön formuliert, ihr Studium erfolgreich abgebrochen. Aber same, ne? Aber wartet mal, ich habe euch noch gar nicht von meinem Zimmer in Halle erzählt, oder? Aber seht selber. So, ich bin jetzt zurück von der Berufsschule. Ich hatte heute meinen ersten Tag. Es war alles sehr ein bisschen papierlastig, sehr, sehr informativ. Aber es muss halt auch sein. Genau. Und ich habe alle meine neuen Mitschüler heute kennengelernt. Meine Mitschüler waren alle sehr schüchtern. Aber das ist, denke ich mal, normal, wenn man in eine neue Klasse kommt. Einige waren krank, einige fangen die Ausbildung im September an. Genau, ich, wie schon gesagt, ich bin jetzt im Wohnheim. Und das ist mein Bett. Das ist mein Schrank. Ich habe mich für das Wohnheim entschieden, weil es finanziell einfacher ist für mich, das zu stemmen. Aber es gibt natürlich auch Leute, ich habe auch einige kennengelernt, die hin und her pendeln. Auch habe ich 2 kennengelernt, die aus Magdeburg kommen tatsächlich. Und ja, das ist ganz, ganz lustig, mal Leute aus Magdeburg kennenzulernen, die ich noch nie gesehen habe. Ansonsten werde ich heute eigentlich noch ein paar Formulare ausfüllen für die Schule. Und mal schauen, was der Tag so für mich bereithält. Das war's auch schon mit der 2. Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr das 1. Video noch nicht kennt, werde ich euch das hier oben rechts verlinken. Folgt uns doch auf unseren Social Media Kanälen, die findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal, immer schön kreativ bleiben.